A palestra de hoje será sobre a construção do Estado Democrático Brasileiro. Also der Vortrag von heute geht es um die Formierung eines demokratischen brasilianischen Staates, also die Perspektive aus historischer konstitutioneller Sicht. Isso é de fundamental importância para compreender o Estado brasileiro atualmente. Das ist sehr wichtig zu wissen oder zu erfahren, damit wir Brasilien, das Staat Brasilien verstehen oder der Staat Brasilien verstehen können. E a fragilidade atual da democracia brasileira. Und dass heute auch die Demokratie in Brasilien sehr schwach geworden ist oder sogar, kann man so sagen, global schwach geworden ist. Desde a primeira Constituição do Império. Seit der ersten Verfassung des Imperiums não houve participação popular na elaboração da Constituição. Gab kein Mitbestimmung des Volkes. Antes, ao contrário, foi fruto de um arbítrio, de uma outorga. Umgekehrt, also das Volk hat nicht beteiligt bei der Verfassung des Imperiums, sondern nur die Elite hat das mitbestimmt. O imperador outorgou a Constituição. Der Imperator hat selber die Verfassung, die erste Verfassung sozusagen verfasst. Pergunta-se, por que o povo aceitou? Man fragt sich, warum hat das Volk da dann das akzeptiert? Porque antes do o Estado brasileiro é anterior à sua formação. Weil der heutige Staat Brasiliens gab's noch nicht. Erstmal, es gab das der Staat Brasilien nicht. Explico. As instituições monárquicas existentes no Estado se transformaram em constituintes. Also die damalige Könige Herrschaft, die selber auch, oder die imperialistische Herrschaft, die selber die Verfassung geschrieben hat, haben sich heute in dieser sozusagen diese Stadt entwickelt. Não houve nada de novo entre o Brasil colônia e o Brasil independente. Es gibt nichts Neues als das Brasilien als Kolonie und das jetzige Brasilien. E aí se explica por que o único país latino-americano que tem uma origem monárquica. Das erklärt sich, dass Brasilien das einzige Land Lateinamerikas ist, das so eine monarchische Gedanke hat. E se explica também por que não houve o fracionamento territorial. Und man das erklärt auch, warum man dass keine Bodenverteilung gab. Passaram-se 80 anos, quase isso. Es waren 80 Jahre vergangen. E houve a República. Und es gab die Republik. Novamente. Wiederum. Nicht unterbrechen, weil sonst ist es schwer. Yeah. A transição da monarquia para a república, also die Formierung von der Monarchie zur Republik, se deu novamente dentro do aparelho de Estado. Das gab es in des sozusagen hat sich eine brasilianische Staat entwickelt. O exército, os militares, das Armee, das Militär, e os políticos que não foram agraciados pelo imperador, und die Politiker, die auch nicht so gut von dem Imperator gesehen wurden, se revoltam e proclamam a República. Haben sich Widerstand geleistet und haben die Ausrufung der Republik gemacht. A primeira Constituição republicana, die erste brasilianische Verfassung, é publicada wurde antes da eleição constituinte. Constituinte Verfassung. Ou seja, ela entra em vigência antes
que os deputados constituintes analisem. Also die erste konstituierende Verfassung wurde veröffentlicht, bevor die Abgeordneten die Verfassung selber sozusagen konstituiert haben. Não houve participação popular. Also das Volk war nicht mitbeteiligt. Não houve legitimação. Keine Legitimierung. 1898. Also wir sprechen jetzt von 1888. O Congresso eleito representava menos de 1% da população. Das gewählte Kongress nur 1% des Kongresses repräsentiert das Volk. Mudança decorrente de ciclo econômico que se encerrava. War eine ökonomische oder ein wirtschaftliche Problem, das man damals das gesagt hat. Quais sejam? Abolição da escravatura e ciclo da cana-de-açúcar. Also man hatte die Befreiung der Sklaven und auch die Zuckerrohrplantage damals im Auge und man war konzentriert nur wirtschaftliche Gewinn durch diese Befreiung der Sklaverei und der Pflanzung von Zuckerrohrplantagen. A República Brasileira, então, começa com a política de São Paulo e Minas. Die brasilianische Republik fing an mit der Politik von São Paulo und Minas Gerais. Até 1930. Bis sogar 1930. Quando novamente um novo ciclo econômico se encerra. Als wiederum ein ökonomischer Zirkel beendet hat. Agora a industrialização e as grandes capitais queriam mais poder. Und die Industrialisierung und das große Kapital wollten immer mehr Macht bekommen. A Revolução de 30 vem com uma ideia de moralidade. Und die Revolution von 30er Jahren kam mit der Idee der Moralität. Getúlio Vargas começa a sua administração durante 4 anos sem qualquer constituição. Getúlio Vargas fing seine Regierung an sogar 4 Jahre ohne irgendwelche Verfassung. Até que a Revolta Paulista de 32, bis die Unzufriedenheit der Paulistanos, die Menschen aus São Paulo geboren werden, exige uma Constituição. Und die Paulistanos haben eine Verfassung verlangt. Essa Constituição de 34, ela tem uma forte influência alemã. Und das war sozusagen, also das, wir sprechen hier von 1934, dass die Paulistanos eine neue Verfassung wollten und diese Verfassung hat einen deutschen ursprünglichen Gedanken. A Constituição de Weimar com os direitos sociais. Mit der diese Verfassung wurde nach der Weimar Verfassung gedacht worden. Infelizmente, Getúlio Vargas não atendeu à Constituição. Leider wollte Getúlio Vargas diese Idee nicht weiter verfolgen. Nada que foi escrito nessa Constituição se materializou. Nichts, was man in dieser Verfassung geschrieben hat, wurde in Kraft getreten. Oder hat man geübt, ausgeübt. Os acontecimentos políticos de 1937. Die politische Ereignisse 1937 fizeram com que Getúlio Vargas outorgasse uma nova Constituição. Machte, dass Getúlio Vargas eine neue Verfassung verlangt, dass Getúlio Vargas eine neue Verfassung schreibt. Por decreto. Durch Gesetze. Esta nova Constituição funda o Estado Novo. Und diese neue Verfassung von 1937 gründet der neue Staat. E novamente. Und wiederum. O povo não estava presente na elaboração. Das Volk war nicht beteiligt. Em 1945, com o final da guerra, 1945, als der Zweite Krieg beendet worden ist, houve
uma nova constituição. Gab es eine neue Verfassung. Fruto dos ventos democráticos do pós-guerra. Das war eine Früchte oder sozusagen eine Pensamento. Ein Fluss von der Gedanken der nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man ein demokratisches Land gründen wollte. Nesta constituinte sim nesta constituinte houve uma eleição, porém os próprios deputados e senadores. In diese Konstituenten, sogar die Abgeordneten und die Politiker, que já estavam no poder, die schon in der Macht waren, é que fizeram a nova Constituição. Sie haben diese Politiker und Abgeordnete, die schon Macht hatten, haben selber eine Verfassung geschrieben. Ou seja, das é o Estado velho que faz o Estado novo. Das heißt, es ist ein Altstaat, das ein Neustaat macht. Isso se chama no Brasil de continuismo. Das bedeutet, dass man eine Kontinuität hat von alten Sachen. O golpe militar em 64. Das Militärputsch 1964 põe fim a um período curto de democracia. Beendet so eine kurze Zeit der Demokratie in Brasilien. Novamente, wiederum, a Constituição de 1964, die neue Verfassung von 1964, ela é fruto de um Congresso Nacional, hat einen Ursprung von einem Nationalkongress, que foi dado um projeto, dass man einen Projekt überlegt hatte, e que em 30, 60 dias transforma o texto em Constituição. Dass man von 30 bis 60 Tage eine neue Verfassung geschrieben hat. Ou seja, o golpe de 64 estabelece uma ditadura na qual coloca um texto constitucional para um Congresso. Das bedeutet, dass das Militär selber eine Verfassung 1964 überlegt hatte und eine Verfassung geschrieben hat, um die Demokratie zu fälschen. Que este Congresso antes teve cassado os direitos políticos dos opositores. Also dieses Kongress wurde das politische Recht entnommen, aber trotzdem haben sie weiter als Politiker gearbeitet. E assim tivemos um período de ditadura até 1984. Und so hatten wir einen Militärputsch oder eine Militärdiktatur von 1964 bis 1984. Quando tivemos no Brasil em 86 a Assembleia Constituinte que dá a Constituição de 88. Und dann da können wir sagen, dass die Verfassungsversammlung 1986 schon angefangen hatte, dann die neue Verfassung von 1988 zu überlegen. Sie wollten die neue Verfassung schreiben. Esta, sim, é fruto de um poder constituinte legitimado no povo. Diese Verfassung, die wir haben von 1988, ist ja eine Verfassung, wo das Volk auch mitbestimmt hatte. Com isso, quero dizer, a fragilidade das instituições democráticas no Brasil. Ich möchte sagen, dass es gibt eine Fragilität, so eine Schwäche von der Verfassung, brasilianische Verfassung in Brasilien. Pois elas sempre foram uma prolongação, elas sempre foram de um Estado velho se prolongando para um Estado novo. Also die brasilianische Verfassung, es war immer so, man hat auch alte Elemente dann auch auf wiederum aufgeschrieben, auch bei der Verfassung von 1988. Das bedeutet, es gibt einen neuen Staat mit den Ideen von alten Staat. E a falta de uma tradição democrática nas instituições. Es fehlt bis heute noch eine demokratische Tradition. Porque apenas temos uma Constituição há 30 anos. Weil wir nur oder erst eine
Verfassung haben, demokratische Verfassung haben, die nur erst 30 Jahre alt ist. E é um motivo pelo qual nós devemos hoje lutar pelos direitos fundamentais e as garantias do cidadão. Das ist ein Grund, den wir für die Menschen oder für die Bürger und Bürgerinnen kämpfen sollen, dass sie auch selber denken, wir haben ein Recht, wir haben Rechte und dafür müssen wir auch kämpfen. É isso. Das ist das, was ich zu sagen hatte. Ja, e a gente já falou sobre isso, wir haben schon darüber gesprochen. Muitas pessoas, principalmente pessoas de baixa renda e até mesmo classe média, muitas pessoas não sabem o que é a Constituição e nem dão uma olhada na Constituição. De onde vem esse desconhecimento? Woher kommt das, dass viele Menschen in Brasilien sowohl viele arme Menschen, als auch Menschen von der Mittelschicht, nicht wissen, was die Verfassung ist. Also viele wissen das Wort Verfassung nicht. Woher kommt das? É justamente por isso. Nos Estados Unidos, todo americano conhece os artigos da sua Constituição. Im USA, zum Beispiel, alle Bürger kennen die Verfassung seines Landes. Porque ela é fruto do pensamento legitimado pelo voto popular. Weil diese Verfassung, diese nordamerikanische Verfassung, das Volk mitbestimmt. No Brasil, desde a sua primeira Constituição, in Brasilien seit der ersten Verfassung, o Estado e o poder do Estado, o Estado e o seu governo, der Staat und seine Regierung, precedem a criação do Estado através da Constituição. Das die akzeptieren nicht de novo outra vez. O Estado constituído com seus governantes, also der Staat mit der Regierung, die konstituiert haben, são anteriores à Constituição. Das ist diese Geschichte, dass man die alten Gedanken immer bei der neuen Gedanken einmischt. A sociedade então se amolda ao Estado que já pré-existe. Ja, die Gesellschaft se amolda, se adequa. Also die Gesellschaft macht mit dieser Geschichte. Also dass man alte Gedanken in die neue Verfassung da hat. E assim foi na monarquia, na república e em todas as constituições. Also você sagen, damit sagen möchte ich, das gab auch schon in der Monarchie und in andere verschiedene Verfassungen, die Brasilien schon hatten, dass die Menschen, also man schreibt Verfassungen und sie machen einfach mit. Então, o brasileiro não tem na sua Constituição a certeza e a garantia que ela é fruto do seu poder. Also der Brasilianer hat nicht die Sicherheit und die Garantie, dass seine Verfassung von ihm selbst kommt, von dem Volk selbst kommt. Como se fosse eles, a sociedade, que tenha que se amoldar à Constituição, à vontade do governante. Amoldar é passar. Sozusagen, dass man, wenn man diese Verfassung hat, also man denkt, dass man sich sozusagen mitmachen muss bei der Verfassung, die selbst nicht mitbestimmt hatte. Muito bem. E nós vivemos hoje no Brasil, temos os juízes, os ministros, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que não que passa por cima da Constituição, se bem que eles deveriam ser o guardião da Constituição e passa por cima. Mas como nós, cidadãos brasileiros e brasileiras, como nós vamos respeitar as regras se os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal violam a Constituição? Vistas de 11 Minister, die dem Bundesverfassungsgericht sind,
Wenn Sie selber, wenn Sie die Wächter der Verfassung sind und Sie selber nicht diese Verfassung respektieren, wie sollen wir als Bürger und Bürgerinnen Brasiliens auch Regeln folgen, wenn Sie selber nicht respektieren? Se nós analisarmos a Constituição de 88, 70% da Constituição de 88 já foi reformada. Wenn wir die Verfassung, die brasilianische Verfassung von 1988 analysieren, können wir sagen, dass 70% der Artikel, die man geschrieben hat, foi reformada hat man sozusagen reformiert, das hat man neue Sachen geschrieben. Foi reformada através de emendas elaboradas no Congresso. Man hat im Kongress neue Gesetze, auch als Ergänzung sozusagen, aufgerufen. 10% da Constituição são cláusulas pétreas. 10% der, der Gesetze in der Verfassung sind fest. Das bleibt immer fest, das kann man nicht ändern. Que são os direitos fundamentais do cidadão. Das sind die fundamentale Rechte der Bürger. A interpretação do tribunal, die Interpretation der Justiz sobre os direitos fundamentais, über die fundamentale Rechte, também altera a validade da norma. Verändert auch man die Norm. Com relação aos direitos políticos mit der Beziehung des e direitos sociais. Und, gesellschaftliche Rechte. Então, basicamente, da Constituição de 88, somente temos 10% dela. Also von der Verfassung von 1988 ainda kann man sagen, dass wir nur 10% fest Regel, die man nicht ändern kann, haben. Daí porque nós temos uma fragilidade do nosso sistema. Weil unser System fragil oder fragmental oder fragil ist. As reformas constitucionais sempre foram de ocasião. Die konstituierende Reformierung, die formieren oder reformieren, war immer zufällig. De acordo com os interesses e planos do governo de então, da época. Und die Verfassungen werden oft geschrieben nur mit der Meinungen oder mit dem Interesse von der Chef des Staates. Vamos exemplificar. Zum Beispiel. Vamos privatizar as telecomunicações. Lass uns die Telekommunikation privatisieren. Altera-se a Constituição. Man verändert die Verfassung. A primeira emenda para a primeira emenda constitucional. Die erste konstituierende Ergänzung foi para estabelecer salários para o legislativo. War die Löhne von der Mitglieder der Justiz zu erhöhen. Nunca houve uma emenda que se analisasse a Constituição e a realidade social. Es gab nie eine Ergänzung von der Verfassung, dass man die Gesellschaft analysiert hat und man hat immer die Gesellschaft ignoriert. Man hat nicht die Verfassung analysiert, aber auch nicht gedacht, wie die Gesellschaft funktioniert. Muito embora a Constituição de 88 tenha previsto que a cada 5 anos devesse o Congresso realizar a revisão constitucional. Obwohl man schon gedacht hat, in der Verfassung auch steht, dass alle 5 Jahre muss man die Verfassung analysieren und besser formulieren. Jamais ocorreu dessa forma. Aber das gab nie in Brasilien. O governo, tendo maioria no Congresso Nacional, enviava uma emenda. Wenn der Regierung die Mehrheit im Kongress hat, hat man immer was gemacht, was sie wollten. Então, daí se percebe o afastamento do povo com relação à Constituição. Also man merkt, dass das Volk niemals in Brasilien bei irgendwelcher Art von Verfassung mitbestimmt hatte. Porque ela é alterada não pela vontade do povo, não para adequar às necessidades, mas sim para as contingências
momentâneas do governo. Also die Verfassung wurde oft geschrieben, nicht niemals für das Volk, um sein Interesse und sein gesellschaftliche Leben zu verbessern, sondern nur die Verfassung wurde nur geschrieben für die Mehrheit der Elite Brasiliens. A Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã. Por quê? Porque se tentou. Acho que eu tenho que parar, né? Also, vamos de novo. Ja, ja, nee, ich hab schon verstanden. Ja, a Constituição. Die Verfassung, die wir von 1988 nennt man eine bürgerliche Verfassung. Tentando dar garantias do cidadão contra Estado opressor. Man versuchte die Bürger und Bürgerinnen die Sicherheit zu geben, sich von dem Staat, eine unterdrückte Staat zu verteidigen. E assim a Constituição se proclama o Brasil Estado democrático de direito. Deswegen ist Brasilien eine demokratische Rechtsstaat. Dando a igualdade de sexo, raça, religiosidade. Also, dass es gibt eine Gleichheit von Orientierungssicht, religiöse Sicht. Also man hat diese sozusagen doch einen Respekt von dieser Ebene. Exatamente. A ditadura militar tem que ser analisada em dois aspectos. Man muss die Militärdiktatur in zwei Aspekten untersuchen. Um aspecto econômico, ein wirtschaftlicher Aspekt, no qual houve o milagre brasileiro. Es gab einen wirtschaftlichen Wunder Brasiliens. E isto é de 64 até 78. Das war von 1964 bis 1978. Onde efetivamente o Brasil teve um desenvolvimento extraordinário. Brasília hat wirklich so eine große Entwicklung. Fruto de empréstimos e aumento da dívida externa. Man hat man hat Geld geliehen und hat man auch diese Auslandsschuld versucht immer weiter zu bezahlen. Sem qualquer distribuição de renda. Und man hat keine Geldverteilung. O ministro da Economia, Delfim Neto. Delfim Neto war ein wirtschaftlicher Minister. Dizia à época. Sagte damals. Primeiro vamos fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Wir werden zunächst, sagte damals, wir werden zunächst den, wir lassen den Kuchen dann wachsen und danach verteilen. O bolo cresceu. Der Kuchen wurde größer. Mas na hora de dividir. Aber als man das Geld den Kuchen verteilen wollten. O cenário econômico mudou. Die wirtschaftliche Szenarien hat sich geändert. A década de 80. In 80er Jahren. Foi a década perdida. War eine verlorene Zeit. Em 1982. In 1982. 86, nós tivemos períodos de altíssima inflação. Gab es eine große Inflation. Tal qual na Alemanha, em épocas muito antigas. Also wie in Deutschland damals, in älteren Zeiten. O dinheiro de dia para o outro valia menos. Und das Geld von einem Tag zum anderen gilt immer weniger. O outro aspecto da ditadura. Ein anderer Aspekt der Diktatur foi a censura, war Zensur e a tortura. Und Folter. O padrão de pensamento único foi imposto dentro do Estado brasileiro. Es gab einen einzigen Gedanken, man hatte diesen einzigen Gedanken im brasilianischen Staat festgesetzt. Jornais eram censurados. Zeitungen wurden zensiert, sagt man, oder? Zensiert. Jornais como o Estado de São Paulo publicavam
os Lusíadas de Camões, a Bíblia. Also die Zeitung wie zum Beispiel Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Zeitung wie Estado de São Paulo, São Paulo Stadt, hat oft das Werk von Lusíadas von Camões veröffentlicht. Ou receita de bolo também. Oder auch Kuchenrezept auch veröffentlicht. Porque nas matérias que eram censuradas. Und es wurden ein paar Sachen auch zensiert. Deixa eu ser claro. Ich möchte mir klar. O censor censurava uma parte do jornal. Der Mensch, der das zensiert, hat dann oft Seite der Zeitung zensiert. Em vez de deixar um espaço em branco, que eles não queriam. Anstatt die Seite am leer zu lassen, wo sie nicht wollten. O jornal colocava essa a receita de bolo. Hat man um Rezept geschrieben. Este fato fragiliza também a democracia brasileira. Diese Faktum oder dieses Geschehen schwächt unsere Demokratie auch. Não há instituição brasileira, não as instituições políticas não têm tradição democrática. Die brasilianische Institution haben leider keine demokratische Tradition. Somente nos últimos 30 anos. Nur in den letzten 30 Jahren. É muito pouco tempo. Es ist sehr wenig Zeit. Ja. Se não mais perguntas, gente, sobre a Constituição, a democracia, a participação do povo na Constituição. Eu gostaria de falar mais uma outra coisa. Ich möchte gerne noch was sagen. Na história das eleições presidenciais brasileiras. In der Wahlgeschichte, der präsidentielle Wahlgeschichte Brasiliens. Nunca houve uma eleição igual à outra. War nie gleich wie die andere. As regras sempre mudam a cada eleição. In jeder Wahl gibt es eine neue Regelung. Seja, agora não há possibilidades de coligação. Jetzt gibt es keine Möglichkeit zu koalidieren. Outra. Na outra eleição há possibilidades de coligação. Nächste Wahl sagt man, es gibt doch eine Möglichkeit zu koalidieren. Agora nós temos financiamento público. Man sagt, jetzt haben wir staatliche Finanzierung. Agora não podemos ter financiamento de empresas, só de pessoas. Man sagt auch, man darf keine Unternehmen darf Wahl finanzieren, nur von die Menschen, also von Menschen darf finanziert werden. Esse sistema político partidário no Brasil. Dieses politische System in Brasilien. Não favorece a legitimidade das urnas. Also, erleichtert nicht die Legitimität der Wahlen. Mas sim os interesses econômicos. Aber die Interesse der Wirtschaft. Que se apresentam no momento como mais importantes que a vontade popular. Die man heutzutage überall in der Welt sieht und das mehr Interesse an die Wirtschaft und nicht an die Bevölkerung, an die Interesse der Bevölkerung. Sondern Wirtschaft, es gibt ein Wirtschaftsinteresse heutzutage. Muito bem. Então, muito obrigado por essa observação, sua palestra, ou pequena palestra, entrevista. E espero que se o público tiver alguma pergunta, que pergunte agora. Vielen Dank für diesen tollen Vortrag von dir.